auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Die SV Grunbach schlägt den FV Fortuna Kelkfeld mit 3:1. Dirk, ihr habt gut begonnen, erste Halbzeit eigentlich dominiert, dann aber das Spiel aus der Hand gegeben oder der Gegner das Spiel Sicherung, wie hast du es gesehen? Ja, erste Halbzeit war richtig gut gegen den Ball. Ich glaube, unser Torwart musste auch nicht einen Ball heben. Also es war wirklich gut. Hat die gesamte Mannschaft auch eigentlich auch das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Natürlich war es jetzt nicht das schönste Spiel. Der Platz ist jetzt auch nicht der beste. Es war, glaube ich, fußballerisch nicht das beste Spiel, aber wir machen es 1-0 und haben die ein oder andere Konterchance auch noch und eine fragwürdige Entscheidung, wo es vielleicht Elfmeter geben kann. Gut, nicht gepfiffen, muss man so akzeptieren. Und dann gehen wir in die Halbzeit und kommen dann raus und dann haben wir 10 Minuten, die einfach nur scheiße sind, muss man mal ehrlich so sagen. Warum? Weiß ich nicht. Wir haben viel zu viel Abstände gehabt und die Tore sind dann das Resultat daraus. Natürlich waren die Tore unglücklich. Der Standard, der auf einer Höhe von 20 cm in den 16er reinfliegt und irgendeiner drückt ihn rein, wobei wir den halt vorher klären müssen. Und dann der Elfmeter, okay. Ja, und da waren wir 10 Minuten nicht da und haben das Spiel da völlig ohne Not eigentlich aus der Hand gegeben. Ist der Ärger groß, dass man die Spitzenposition in der Tabelle nicht verteidigen konnte? Ja, natürlich mega. Nee, es sind 9 Spieltage rum, also wir beschäftigen uns damit eigentlich nicht, weil es keinen Sinn macht. Es war eine schöne Momentaufnahme, aber unser Ziel war heute nicht hier primär die Tabellenführung zu verteidigen, sondern ein gutes Spiel zu machen und den Gegner so zu bearbeiten, dass wir am Ende 3 Punkte haben. Dass die Tabellenführung jetzt weg ist, ist mir eigentlich scheißegal. Aber unsere Leistung war einfach zweite Halbzeit phasenweise nicht gut und das ist das, woran wir arbeiten müssen und alles andere ist mir wirklich egal. Ja, wie werdet ihr jetzt weiterarbeiten und was sagst du zum nächsten Gegner? Jetzt spielen wir gegen Bretten zu Hause. Ja, ist sicherlich die Mannschaft, die jetzt im Moment noch unten drin steht, ein Aufsteiger, darf man nie unterschätzen und es geht darum, dass wir auf unserem Platz dann das Spiel an uns reißen, das Spiel machen und daran werden wir unter der Woche jetzt arbeiten. Ich denke, dass der Gegner jetzt auch nicht zu offensiv agieren wird, aber das werden wir sehen. Ja, letztendlich brauchen wir mehr Lösungen nach vorne dann auch. Das hat man heute gesehen beim Rückstand, da hat es ein bisschen gefehlt, aber ja, das werden wir ansprechen unter der Woche und dann bin ich auch überzeugt, dass wir nächste Woche wieder ein besseres Spiel machen dann, über 90 Minuten und dann hoffentlich auch die 3 Punkte dann wiederholen. Dirk, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.